Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Monsterbox von Cilla. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Monsterbox von Cilla, das Ganze aus dem Jahr 2012. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine graue Schachtel, eine graue kleine Box. Und hier oben lesen wir I Love Money Records präsentiert. Cilla Monsterbox, 4 CDs plus DVD. Dann haben wir hier einen Verbraucherhinweis, harte Texte und einen FSK 16 Hinweis, der uns darüber aufklärt, dass wir auch eine DVD vorfinden werden, wie eben hier beschrieben. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass das Ganze hier aufgedruckt wurde. Hätte man eventuell mit einem Sticker lösen können. So, ja, zerstört es in meinen Augen etwas die Optik. Und wir haben darüber hinaus noch hier im Hintergrund, hinter der Cilla-Schrift, hinter dieser Monsterbox-Schrift, einmal so einen mehr oder weniger Godzilla abgebildet. Und dann haben wir hier auch so drei Kratzspuren, als hätte hier ein relativ großes Tier die Schrift zerkratzt. Gut, dann lesen wir hier unten einmal den Inhalt. Und zwar lesen wir hier Inhalt der Monsterbox. Übertalentiert Premium Edition. Massenhysterie, City of God plus exklusiver Premium Edition von Wiederbelebt und DVD Cilla der Thriller. Rechte Seite blank schwarz, Oberseite nochmals Cilla Monsterbox zu lesen und links ebenso. Auf der Rückseite haben wir hier eine Story zu dieser Box. Werde ich euch jetzt nicht im Detail vorlesen, das ist mir etwas zu lang, aber ihr könnt das natürlich hier an dieser Stelle kurz anhalten, das Video, und euch im Detail durchlesen. Hier haben wir nochmal abgebildet die einzelnen Alben, die sich hier in dieser Box befinden. Also Wiederbelebt, Massenhysterie, City of God. Entschuldigung, Übertalentiert, Massenhysterie, City of God, Wiederbelebt und Cilla the Thriller, so rum. Credits und Barcode. Das Ganze geht dann hier auf der Seite auf und hier kommt auch noch Schrift zum Vorschein. Und zwar lesen wir hier Cilla der K, ihr wisst schon. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal Übertalentiert, Massenhysterie, City of God, Wiederbelebt und Cilla der Thriller, die DVD. Die Box von innen glatt weiß. Ist von der Höhe her, ja, in etwa so etwas dicker als ein Super Jewel Case oder normales Jewel Case in so, ja, vergleichbar mit so einem regulären Digipack von der Höhe. Aber auf jeden Fall aus Karton und stabil gemacht. Gut, also wir haben hier vier Alben plus eine DVD. Wie kam es eigentlich zu dieser Box? Also der Hauptgrund war, dass Cilla früher noch als Godzilla aktiv war. Und das hat dann im Jahr 2010 geendet, denn eine große Firma aus den USA, aus Japan war das, aus Japan, die Toho Company, die haben unter anderem die Rechte oder die Copyrights an Godzilla, an dieser Filmfigur. Und die haben eben gemeint, dass der Rapper Cilla, Godzilla, eben von diesem Namen irgendwie profitiert. Und deswegen wollten die einen Rechtsstreit. Und Cilla ist ihm aus dem Weg gegangen, indem er eben als Cilla weitergemacht hat und diesen Namen Godzilla, abgelegt hat, auf gut Deutsch. Und deswegen gab es dann diese Monsterbox, um die alten Alben, die natürlich unter Godzilla released wurden, nochmals in einer Box an die Fans zu bringen und dadurch halt auch finanziell noch ein bisschen diesen Schaden von dieser Namenstrennung zu kompensieren. Die drei Alben hier sind schon etwas älter. Das älteste ist dieses, Übertalentiert. Und ursprünglich kam dieses Album aus dem Jahr 2004. Allerdings war das Album Übertalentiert an sich. Die Premium Edition, die wir jetzt hier vorliegen haben, die wurde erst drei Jahre später released, nämlich 2007. Aber ich fange jetzt trotzdem in der Chronologie mit diesem Album an. Oben lesen wir I Love Money Records präsentiert, also das Label von Orgy, da war Cilla damals unter Vertrag. Übertalentiert Premium Edition, haben wir auch wieder einen Verbraucherhinweis. Und vielleicht noch kurz zu den Covers, die alle hier mit diesem Cilla-Schriftzug und mit diesen Kratzern versehen sind, wie wir sie auch auf der Box hatten. Die waren natürlich nicht auf den ursprünglichen Cover. Also ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, wie die Cover eigentlich aussehen.
So, also am Cover von City of God sieht man das besonders schön. Also, hier der Unterschied, das war das ursprüngliche Cover, City of God, hier natürlich auch noch mit Godzilla-Schriftzug. Und hier noch das neue Cover. Und wir sehen schon, Godzilla ist hier natürlich nicht mehr aufgedruckt, sondern wirklich nur Zilla. Und wir haben auf allen vier Releases hier diese roten Kratzer und diesen Zilla-Schriftzug, um einfach auch nochmal optisch zu verdeutlichen, das sind die Releases, das sind die Alben, die in dieser Monsterbox drin waren und nicht die regulären. Gut, also wir starten mit diesem Stück hier, Zilla übertalentiert. Wir haben hier jede Menge Tracks, und zwar 21, vielleicht noch kurz zu diesem Unterschied der Premium Edition. Die ursprüngliche Version von Übertalentiert, die eben im Jahr 2004 rauskam, die hatte weniger Tracks, die hatte nur 15 Tracks, oder, Moment, 21, nein 16, 16 Tracks waren das damals, 21 Tracks statt 16, und die Übertalentiert Version beinhaltet eben 5 neue Tracks und 6 Tracks wurden geremixed. Wir haben hier die gesamte Tracklist mit jede Menge Features aufgelistet. Und die CD sieht dann so aus, also auch die CD hat mit dem ursprünglichen übertalentiert Design nichts mehr zu tun, sondern ist wirklich auch komplett überarbeitet worden in diesem Monsterbox Design. Kommt in einer Papphülle, generell alle vier CDs und die DVD hier in einer Papphülle. Und ja, die Premium Edition, wie gesagt, dann im Jahr 2007 neu aufgelegt. 2006 kam dann hier Massenhysterie. Das zweite Album von Zilla, I Love Money Records, präsentiert. Also auch dieses hier wieder über Orgis Label damals released worden. Und hier haben wir 23 Tracks an der Zahl und auch hier wieder jede Menge Features mit dabei. Und was ich auch spannend finde, man hat hier auch immer gleich die Produzenten mit aufgelistet. Sieht man auch sehr selten bei der Tracklist. Aber nachdem es hier kein Booklet gibt, mussten die auch irgendwie ihre Credits und ihre Erwähnung finden. Ebenfalls wieder in dieser Monsterbox-Optik. So sieht das aus. Dann haben wir das dritte Zilla-Album, City of God, das im Jahr 2007 erschienen. So sieht das aus. Das war ebenfalls natürlich über Isle of Money. Und dann haben wir hier ebenfalls 19 Tracks aufgelistet. Auch hier wieder eine Menge Features mit dabei. CD. Und dann das Album, das diese Box eigentlich eingeläutet hat, 2012, also aus demselben Jahr, wo auch die Box erschienen ist. Denn wiederbelebt, da ging es echt um diese Namensneufindung, dass eben Godzilla nicht mehr existent ist und mit Zilla dann diese Wiedergeburt stattgefunden hat. Also wir sehen hier Zilla, sieht aus wie New York, das ist eben auch die Anlehnung an Godzilla. Zilla hier eben riesengroß abgebildet und er thront hier auf Wolkenkratzern. Mit 3 exklusiven Bonus-Songs lesen wir hier noch. Hier haben wir die Tracklist. Wir haben 15 Stück und dann haben wir hier noch 3 Bonus-Tracks, also insgesamt 18 Tracks mit diversen Features. Die CD natürlich wieder in dieser Monsterbox-Optik. Und dann haben wir noch die DVD. Die sieht so aus. Zilla, der Thriller. FSK 16 auch hier wieder aufgedruckt, leider Gottes. Und hier erfahren wir noch, was sich auf der DVD befindet. DVD-Inhalt, Musikvideos, Live-Material und hinter den Kulissen. So sieht das aus. Ebenfalls in einer Papphülle. Also, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, gibt es auf diesen 4 Alben, die wir hier bekommen, 81 Tracks. Das ist echt eine Menge, also pro Album 20,25 Tracks mehr oder weniger. Und eine DVD obendrauf. Wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Und zwar haben wir einmal Übertalentiert in der Premium Edition aus dem Jahr 2007. Massenhysterie aus dem Jahr 2006. City of God ebenfalls aus dem Jahr 2007. Wiederbelebt aus dem Jahr 2012. Und die DVD Zilla, der Thriller, diese ebenfalls aus dem Jahr 2012. Einziger Kritikpunkt wäre eventuell, dass das Ganze hier in Digisleeves in Papphüllen gemacht wurde. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, bei so einem dicken Paket und gerade auch für den Preis, also die hat echt nicht viel gekostet damals, die Box, ist das zu entschuldigen. Und
Anders hätte man die Box noch etwas dicker gestalten müssen, sonst hätte es hier gar nicht mehr reingepasst. Gut, also das alles in dieser wunderbaren Box, Monsterbox von Silla. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Godzilla bzw. Silla unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.